Wie Peter Fonda in Easy Rider, als er die Wüste durchquerte. Oh. Wenn ich mich richtig erinnere, dann musste er aber nicht zu Fuß gehen. Wir haben es ja geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Mason finden. Wo sollen wir bloß anfangen zu suchen? Zuerst sollten wir uns vielleicht ein wenig frisch machen und irgendwas essen. Aber vorher muss ich mal telefonieren. Können Sie mir verraten, wie Sie das anstellen wollen? Wir haben nämlich kein Geld mehr. Diese Frau hat uns nicht einen Cent gelassen. Ich gebe einfach meine Kreditkartennummer an. Hallo? Hallo Ian, hier ist Julia. Ich wollte Cruz sprechen. Er hat mehrmals versucht, dich zu erreichen. Wo bist du? Ich bin zurzeit in Vegas. Ich bin eben erst angekommen. In Las Vegas? Ja, doch das ist eine lange Geschichte. Ich bin Mason auf der Spur und es gibt einige Anzeichen dafür, dass er sich hier aufhält. Ist Cruz zu Hause? Er ist in Mexico City. Er hat einen Hinweis erhalten. Ein Mann, auf den Masons Beschreibung passt, hat dort ein Flugzeug geschartert. Oh, wann? Wann soll das gewesen sein? Das weiß ich leider nicht genau. Cruz hat mit mir nicht über Einzelheiten gesprochen. Kann ich dir sonst irgendwie weiterhelfen? Nein, ich danke dir. Ich werde schon zurechtkommen. Ich rufe ein andermal wieder an. Vielleicht erreiche ich ihn ja dann. Gut. Ich wünsche mir so, dass du Mason findest. Ich auch. Mach's gut, Eden. Meld dich bald wieder. Bis bald. Besitzt die Frechheit, dich hier noch mal blicken zu lassen, nach allem, was du mir angetan hast? Ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht gute Gründe dafür hätte. Wo hast du deinen Kameramann? Oder reicht dir heute ein verstecktes Tonbandgerät? Ich bin ausschließlich privat hier. Ich versuche, mein privates und mein berufliches Leben strikt auseinanderzuhalten. Was du sagst und was du tust, sind meistens zwei verschiedene Dinge. Ich möchte, dass du mein Haus verlässt, und zwar sofort. Nicht ehe du das hier gesehen hast. Es ist genau das, was heute Nacht über den Sender geht. Langsam. Vorsichtig. Schon gut, ich schaffe es auch allein. Es wird schon gehen. Bist du sicher? Lass es mich einfach mal versuchen. Warte, warte, komm her. Stütz dich auf mich. Ich wusste doch, dass du es noch nicht alleine schaffst. Ach, verdammt nochmal. Warum wird mir immer so schnell schwindelig? Scott meint, du wirst sicher noch eine ganze Weile darunter leiden. Das ist eine Folge deiner Gehirnerschütterung. Na, das ist ja großartig. Einfach fantastisch. War es nicht genug, dass man mich angeschossen hat? Nein, das reichte wohl nicht. Ich musste auch noch unglücklich hinfallen und mir den Schädel Liebling, aufschlagen. Es hätte noch schlimmer kommen können. Du brauchst jetzt einfach eine Weile Ruhe. Ja. Und du spielst dann so lange mein Kindermädchen? Dich zu umsorgen ist sogar ganz schön. Weißt du, ich muss zugeben, dass ich die letzten paar Tage wirklich sehr genossen habe. Es gefiel mir, dass du dich die ganze Zeit nur um mich gekümmert hast. Ist doch selbstverständlich. Ich hatte auf einmal wieder das Gefühl, dass... Hallo? Kelly, ich liebe dich. Wir müssen uns unbedingt sehen. Es kann doch nicht so weitergehen. Nein, da haben sie die falsche Nummer gewählt. Warte, leg nicht auf, Kelly. Wirst du es denn nie einsehen? Halt doch den Mund. Hey! Was ist denn jetzt passiert? Du in die Hand. Lass sie gehen. Kies, wach auf! Ich habe eben die Bank gesprengt. Das hast du nicht. Das war letzte Nacht. Und da hast du unsere Bank gesprengt. Sonst nichts. Ich kann es immer noch nicht glauben. Deinetwegen muss ich zwischen Toilettenpapierrollen schlafen. Wie tief wollen wir eigentlich noch sinken? Also, du warst schon mal viel tiefer gesunken. Ja, aber ich habe nicht geglaubt, dass mir das noch mal passieren wird. Was hast du denn jetzt vor? Ich versuche nur, ein wenig Ordnung zu schaffen, denn wie ich unser Glück kenne, werden wir noch eine ganze Weile hier wohnen. Ach, Schatz, alles, was ich brauche, sind nur ein paar Dollar. Um mir etwas zu essen zu kaufen. Ich erwürge dich nämlich, falls du vorhast, mich verhungern zu lassen. Schön, lass uns frühstücken gehen. Endlich ein vernünftiger Vorschlag, verstehe doch. Ich möchte auch so schnell es geht wieder nach Hause. Aber zuerst müssen wir Mason finden. Mason werden wir hier nicht finden. Das entspricht nicht seinem Stil, glauben Sie mir. Sie dürfen nicht so leicht aufgeben. Das habe ich auch nicht vor. Wir sollten erst mal was essen. Was halten Sie davon? Und wie wollen Sie das anstellen? Ich rede mit dem Manager. Ich erkläre ihm unsere Lage. Versuchen wir es mal, sehen, ob er uns überhaupt zuhört. Thank you.
Lust, mir deinen Vortrag anzuhören. Schon gut, schon gut. Ich verstehe, TJ Daniels lässt sich von niemandem etwas sagen. Hör endlich auf. Sagst du die Wahrheit nicht? Das geht dich überhaupt nicht an. Schau dir doch nur mal dein Leben an. Es treibt dich von einer Bar in die nächste und von einer Frau zur nächsten. Vielleicht solltest du mal anfangen, auf andere zu hören. Hör mal genau zu. Denkst du, mir ist nicht klar, wie mein Leben bisher verlaufen ist? Was glaubst du, warum mir so viel an Kelly liegt? Weil sie sich vollkommen von allen unterscheidet. Versteh das doch endlich und lass mich jetzt in Ruhe. Sie gab dir doch deutlich zu verstehen, dass sie dich gar nicht will, TJ. Das ist nicht wahr. Alles, was sie vielleicht noch für Jeffrey empfindet, ist ein Schuldgefühl ihm gegenüber. Ist dir niemals der Gedanke gekommen, dass durch das, was Jeffrey zugestoßen ist, die beiden ihre Liebe neu entdeckt haben könnten? Nein, damit ist es endgültig vorbei. Und je länger sich diese Ehe noch hinzieht, umso mehr leidet sie darunter. Und das werde ich nicht zulassen. Das werde ich verhindern. Ist es so auch bequem? Ja. Ja, so ist es sehr bequem. Gut, dann werde ich dir jetzt was zu essen machen. Kelly, ich habe im Augenblick überhaupt keinen Hunger. Ja, aber dadurch kommst du wieder schneller zu Kräften. Von Messen war nie die Rede. Setz dich doch einen Augenblick zu. Das tue ich doch gern und es macht mir überhaupt nichts aus. Oh, ich weiß, es macht dir nichts aus und ich esse auch gern, was du kochst. Aber damit bist du so beschäftigt, dass wir leider keine Gelegenheit hatten, miteinander zu reden. Na schön, in Ordnung. Ist gut. Ich sprach mit Lieutenant Mullins heute Morgen und er sagte, dass die Polizei noch keine Ahnung hat, wer auf dich geschossen hat. Heißt das, Sie glauben, es war nur ein Raubüberfall? Ja, aber Sie stehen kurz davor herauszufinden, wer eigentlich den Rettungswagen benachrichtigt hat. Ja, wer immer es gewesen sein mag, er muss seine Gründe haben, anonym bleiben zu wollen. Das einzig Wichtige ist, dass du bald wieder völlig gesund wirst. Das kannst du aber laut sagen. Ich werde vollkommen verrückt, wenn ich noch lange so herumliege. Mach dir keine Sorgen wegen deines Jobs. Sie haben schon ein paar Mal angerufen, um sich zu erkundigen, wie es dir geht. Und sie sagten, sie halten deine Stelle frei. Kelly, um meine Arbeit mache ich mir zurzeit die wenigsten Sorgen. Ja, ich weiß. Und das musst du auch nicht. Du solltest lieber daran denken, wieder gesund zu werden. Das bedeutet, auf Scotts Ratschläge zu hören. Du musst jetzt etwas essen. Kelly, wir haben seit fast 2 Tagen so gut wie kein Wort miteinander gewechselt. Ich weiß, unsere Beziehung war nicht gerade die beste, bevor das geschehen ist. Wir dürfen das auf keinen Fall totschweigen. Vielleicht gelingt es uns ja gerade jetzt, unsere Probleme aus dem Weg zu räumen. Jeffrey! Lass mich bitte ausreden. Ich weiß, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Und ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um mir darüber klar zu werden. Aber eins solltest du wissen. Als ich in diesem Krankenhausbett lag, war ich mit all meinen Gedanken immer nur bei dir, glaub mir. Mir wurde bewusst, dass ich niemanden auf der Welt so sehr liebe wie dich. Hallo. Sag mir ruhig, wenn ich ungelegen komme. Nein, überhaupt nicht. Komm rein. Na gut. Hallo, Jeffrey. Hallo, Eden. Wie fühlst du dich denn so? Noch ein bisschen schwindelig, aber wie du siehst, werde ich ja ausgezeichnet versorgt. Kein Zweifel. Weiß Cruz schon was Neues über Mason? Er verfolgt gerade eine Spur in Mexiko, doch Julia und Michael haben Hinweise, dass sich Mason in Las Vegas aufhält. Glaubst du, dass eine der Spuren zum Erfolg führt? Wer weiß. Ich will mir auch nicht zu viele Hoffnungen machen. Aber ich finde, wir haben jetzt genug Anhaltspunkte, um es Daddy zu sagen. Er sollte wissen, dass Mason vielleicht noch lebt. Arische Bemerkung. Das hätte auch schief gehen können. Ich würde sagen, das war göttliche Vorsehung. Was redest du da für einen Blödsinn? Wir wären beinahe erwischt worden. Ich rede von diesen Schlüsseln und jetzt halt die Luft an. Wir werden ab sofort nur nach erster Klasse wohnen. Was willst du mit den Schlüsseln? Also kannst du nicht ein einziges Mal den Versuch machen zu denken, das sind die Hauptschlüssel. Damit kommen wir in jede Suite rein und wenn Mason hier ist, werden wir ihn finden. Außerdem haben wir Zugang zu den gepflegtesten Badezimmern, von den französischen Betten gar nicht denk zu reden. Denk du doch mal eine Sekunde nach. Willst du es im Gefängnis landen? Es kann nicht schief gehen. Hör auf zu... Oh, was ist denn das? Sieh mal an. Ach nein. Na, wie findest du denn das, ne? Hä? Was hast du vor? Na, Hase, nun komm schon, streng endlich dein Hirn ein bisschen an. Du bist doch sonst auch nicht so fantasielos, wenn es darum geht, jemanden aufs Kreuz zu legen. Mit diesem zauberhaften Kleidchen verschaffst du dir Zutritt zu jedem Zimmer. Du willst, dass ich mich als Zimmermädchen verkleide und Zimmer putze? Denk doch nur mal daran, wie viel Trinkgeld du hier bekommen könntest. Du gibst dann das ganze Geld einfach mir und ich mache am Spieltisch ein Vermögen draus. Jeez, ich denk nicht mal im Traum daran, auf die Knie zu fallen, Zimmer zu schrubben und Bettlaken zu wechseln, nur damit du mein Trinkgeld am Spieltisch verjubeln kannst. Schatz, glaubst du im Ernst, ich würde dir so etwas zumuten, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ. Ja, das tue ich. Mal sehen, was wir dann da noch ist alles sonst finden. Nichts. Ich habe schon nachgesehen, wirklich. Oh,
doch, da ist was. Also, zieh dir das an und euch doch noch eine passende Hose dazu. Oder schick dir bestimmt ausgezeichnet. Würde ich nie anziehen, nie. Wenn du es mir zumuten kannst, dann kann ich es ja wohl auch von dir verlangen. Ich bin Bezirksstaatsanwalt von Santa Barbara. Bitte versteh das doch. Ich muss meine Integrität wahren. Übrigens ein schweres Wort. Integritätshase, dieses Wort kannst du doch nicht einmal schreiben. Übrigens ist das, was wir hier beide treiben, harmlos im Vergleich zu dem, was du in Santa Barbara abgezogen hast. Entweder wir verkleiden uns beide als Dienstboten oder du kannst die ganze Sache vergessen. Außerdem habe ich noch folgende Bedingungen. Ich kriege endlich was zu essen, du hältst dich von den Spieltischen fern und wir suchen nach Mason. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Dann entscheide dich bitte jetzt. Hilfe! Wieso hilft mir denn keiner? Ich liebe Männer in Uniform. Wir sollen hier auf den Manager warten. Hoffentlich dauert es nicht so lange, sonst verhungere ich. So dumm, ich hätte Eden bitten sollen, uns Geld zu schicken, aber ich habe nicht dran gedacht. Kein Problem, ich werde ihm unsere Lage erklären. Dann kriegen wir bestimmt was zu essen. Kommen Sie sich denn hier gar nicht eigenartig vor? Warum sollte ich? Ein Priester in einem Casino, das passt irgendwie nicht zusammen, finde ich. Ich habe nicht immer so ein frommes Leben geführt. Ich weiß, nur manchmal denke ich eben nicht daran. Entschuldigen Sie, ich bin Russell Flynn, der Manager dieses Hotels. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Mein Name ist Michael Donnelly und das ist Julia Wainwright. Nett, Sie kennenzulernen. Mr. Hallo. Mr. Flynn, wir beide sind in einer misslichen Lage. Ja. Wir sind hierher gekommen, weil wir jemanden suchen. Diesen Mann hier. Leider wurden wir unterwegs ausgeraubt. Das ist ja schrecklich. Sein Name ist Mason Capwell. Haben Sie ihn gesehen? Erinnern Sie sich an ihn? Nein. Mr. Flynn, warten Sie bitte. Sein Bild war in der Zeitung, weil er eine enorme Summe gewonnen hat, und zwar hier, in Ihrem Casino. Solche Leute bleiben für gewöhnlich nicht allzu lange an einem Ort. Wo wurden Sie eigentlich ausgeraubt, in einem Casino? Nein, wir wurden unterwegs von einer Frau angehalten. Sie bedrohte uns, verlangte unsere Kreditkarten, Bargeld und das Auto. Meine Güte, wie schrecklich. Und wie kam sie denn dann hierher? Auf einem Motorrad. Wir haben ein Motorrad gefunden. Was für ein Glück auch. Mr. Flynn, wir würden uns hier gerne ein wenig umsehen und die Leute dabei nach diesem Mann befragen. Sind Sie etwa von der Polizei? Ich bin stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von Santa Barbara. Und Sie sind auch von der Bezirksstaatsanwaltschaft? Nein, ich bin nur ein Priester. Ein Priester? Ja. Und unser Problem ist, dass wir im Augenblick, wie soll ich sagen, wir verfügen momentan... Sie wollen sagen, Sie haben kein Geld. Genau. Das heißt nur zurzeit nicht verfügbar, aber wenn wir uns vielleicht hier irgendwo frisch machen und noch etwas zu essen bekommen könnten, würde ich mir telegrafisch welches anweisen lassen. Soll das heißen, Sie bitten mich um ein Zimmer, wo Sie mit diesem Diener der Kirche allein sein können? Ja. Nein. Nein, ich meine, es ist nicht so wie Sie denken, überhaupt nicht. Begreifen Sie doch, uns geht es nur darum, diesen Mann zu finden. Ich will Ihnen was sagen. Ich musste mir schon einiges anhören, seit ich hier Hotelmanager bin, aber was Sie mir hier versuchen aufzutischen, übertrifft wirklich alles. Mr. Flynn, das ist keine Geschichte, sondern die Wahrheit. Wir wollen nichts weiter als diesen Mann hier finden. Na schön, hören Sie zu. Ich habe das Foto von dem Kerl in der Zeitung auch gesehen. Wahrscheinlich ist er nur ein Herumtreiber, der mal Glück hatte. Wir nehmen an, dass der Mann unter Gedächtnisverlust leidet. Mag sein, aber ich nicht. Ich erfahre es, wenn solche Typen in der Stadt sind. Diese Typen mögen wir hier nicht. Sie haben ja fürchterliche Ansichten. Wissen Sie das eigentlich? Beruhigen Sie sich, oder ich werde Sie hinauswerfen lassen. Hören Sie, es tut mir leid, wenn Sie all Ihr Geld verloren haben. Aber es hat Sie niemand gezwungen zu spielen. Gut, ich will heute mal großzügig sein. Hier haben Sie zwei Coupons, damit können Sie kostenlos im Haus frühstücken. Essen Sie so viel Sie wollen, doch dann verschwinden Sie wieder. Und wagen Sie es ja nicht, die anderen Gäste zu belästigen. Genießen Sie Ihr Frühstück, Pater. Sehr liebenswürdig. Ehrlich gesagt, unglaublich klingt sie schon, die ganze Geschichte. Dieser Kerl wird mich nicht davon abbringen, Mason zu suchen. Wohl kaum. Aber jetzt gehen wir erstmal in aller Ruhe frühstücken und dann werden wir uns hier ein wenig umhören. Sie beide müssen neu hier sein. Oui, Monsieur, wir sind ganz neu. Stets zu Ihren Diensten, Sire. Das erwarte ich auch von Ihnen. Sorgen Sie mir dafür, dass die Leute früh aufstehen und dann sofort ins Casino gehen. Oui, Monsieur. Das werden wir, Sire. Dann machen Sie Ihre Sache mal gut. Oui, Monsieur. Seit wann kannst du Französisch? Das liegt nur an diesem Kleid. Darin fühle ich mich wie eine Französin. Du würdest mich sehr damit erfreuen, wenn du dich mal ohne Kleid als Französin fühlen würdest. Das war das
schlechteste Frühstück, das ich je hatte, und wir konnten uns nicht mal beschweren. Ja, man muss halb verhungert sein, um so etwas runterzukriegen. Und nun sollten wir uns hier ein wenig umhören, aber wir müssen aufpassen, dass man uns nicht gleich rauswirft. Es geht schneller, wenn wir uns trennen. Haben Sie zwei Fotos? Ja, hier. Sehr gut. Ich denke, wir sollten zuerst die Angestellten befragen. Die Croupiers, Bedienung, Zimmermädchen, alle, die täglich hier sind. Gute Idee. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte Ihnen nur eine Frage stellen. Können Sie mir sagen, ob Sie diesen Mann hier schon mal gesehen haben? Sein Name ist Mason Kepfel. Er wird seit 2 Monaten vermisst. Ich hörte aber, dass er hier eine größere Summe gewonnen hat. Ist allerdings schon ein paar Tage her. Er kommt mir bekannt vor. Sind Sie sicher? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Hier gehen eine Menge Leute bitte aus und ein. Bitte sehen Sie es sich genau an. Es ist ziemlich wichtig für uns, dass wir ihn finden. Überlegen Sie, haben Sie diesen Mann gesehen? Ich dachte, er sieht jemandem ähnlich, aber er ist es nicht. Tut mir leid. Danke. Da ist noch ein Page. Vielleicht sollten wir ihn mal fragen. Den stören wir im Moment nur. Gehen wir runter ins Casino und hören uns dort um. Gut, hoffentlich haben wir da mehr Glück. Diese Governance-Kommission hinzurichten. Dieses Weibstück gibt mir einen Dollar für die Schlepperei. Mit ihren Klamotten kann sie eine Kompanie anziehen. Wahrscheinlich ist ihre Unterwäsche mit Blattgold belegt. Deshalb sind die Dinger so schwer. Zürich mit diesem französischen Quatsch auf und spiele wieder ordentlich. Los, los, los! Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus Santa Barbara. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt... Also, willst du gar nichts dazu sagen? Erwartest du etwa, dass ich dir zu diesem Bericht Beifall spende? Ich dachte nur, diese Version würde dir besser gefallen als die andere. Diese Version entspricht der, die wir vereinbart hatten. Was willst du also noch von mir? Erwartest du etwa Dankbarkeit, dass du mich und meine Familie nicht bloßgestellt hast? Nein. Ich wollte nur, dass du weißt, dass die andere Fassung nicht gesendet wird. Doch damit hast du bei uns allen für ziemliche Aufregung gesorgt. Das habe ich nicht gewollt. Wenn man solche Reportagen macht wie ich, verliert man leider sehr leicht die Übersicht. Und manchmal vergisst man, wo die Grenzen sind. Ich bin froh, dass du das einsiehst. Doch dazu kam es nicht nur aus beruflichen Gründen, weißt du? Nein. Nein. Ich habe eingesehen, dass es falsch von mir gewesen wäre, wenn ich dich so verletzt hätte. Und ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Wofür? Zu retten, was zwischen uns gewesen ist. Ich denke darüber nach. Das kann ich verstehen. Was ich noch sagen wollte, ich fand sie sehr fair, deine Reportage. Ziemlich kritisch, aber kein Schlag unter die Gürtellinie, und damit kann ich leben. Oh, ich denke, du bist ein Mann, der sicher auch mal ein paar Tiefschläge wegstecken kann. Wir sehen uns wieder. Ich freue mich schon darauf. Ich finde, wir müssen Daddy jetzt sagen, was wir über Mason rausfinden konnten. Er fährt es sowieso, und womöglich noch von dieser Lydia Saunders. Ja, du hast recht, das sehe ich auch so. Als er neulich hier war, um nach Jeffrey zu sehen, fiel es uns sehr schwer, es ihm zu verheimlichen. Na schön, ich rufe Ted an, dann fahre ich mit ihm zu Daddy. Kommst du auch mit? Ich kann nicht, ich muss bei Jeffrey bleiben. Nein, nicht nötig. Ich werde schon allein zurechtkommen. Nein, denk nur daran, dass du ständig diese Schwindelanfälle hast. Und Scott sagt, ich sollte dich unter keinen Umständen alleine lassen. Da fällt mir ein, ich sollte ja noch ein Rezept abholen für dich. Würde es dir was ausmachen, so lange bei Jeffrey zu bleiben? Kelly. Na schön. Dauert nicht lange, ich bin gleich zurück. Lass dir Zeit. Sie ist ja eine strenge Krankenschwester. Ja, ist sie. Aber sie ist großartig. Und eigentlich bin ich ganz froh, mit dir mal allein reden zu können.
Sicherlich hat dir Kelly erzählt, dass es in letzter Zeit häufig Auseinandersetzungen zwischen uns gab. Ehrlich gesagt hat Kelly nur mit mir darüber geredet, dass... Hör zu, Eden. Ich verlange nicht, dass du Kellys Vertrauen missbrauchst. Das würde ich nie tun. Was ich sagte, war nur eine Feststellung. Aber weißt du, seit einigen Tagen fange ich an zu hoffen, dass wir an unsere alte Beziehung anknüpfen können. Ich finde, das solltest du auch Kelly sagen. Ja, das werde ich auch. Ich... Eden, sei offen zu mir und sag ruhig, wenn du denkst, dass ich mir nur was vormache. Du weißt, Kelly und ich, das war damals etwas ganz Besonderes zwischen uns. Ja. Ja. Ich hoffe, es wird bald wieder so sein wie früher. Naja, ich hole mir jetzt erstmal einen Drink. Ja, möchtest du auch einen? Nein, ich sehe mal nach, wer da ist. Ja, gut, danke. Hallo Eden, ich möchte zu Kelly. Sie ist nicht hier. Davon möchte ich mich überzeugen. Sie ist nicht hier, sage ich. Wie können Sie es wagen, einfach so hier reinzuplatzen? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sagen Sie ihr bitte, dass ich hier bin. Wenn Ihnen wirklich so viel an ihr liegt, würden Sie nicht hier auftauchen. Erwarten Sie von mir, dass ich zusehe, wie sie ihr Leben ruiniert und meins gleich dazu? Respektieren Sie doch wenigstens Ihre Gefühle. Es kann ja durchaus sein, dass Sie sehr ernsthafte Absichten haben. Doch Kelly hat sich gegen Sie entschieden. Können Sie nicht endlich einsehen, dass sie jetzt wieder mit Ihrem Mann zusammenlebt und niemand Sie dazu gezwungen hat? Das tut sie doch nur, weil sie Schuldgefühle hat. Ich bin überrascht, dass Sie so genau wissen, was in ihr vorgeht. Aber Jeffrey scheinen Sie nicht zu mögen. Ich habe nichts gegen Jeffrey. Dann geben Sie endlich auf. Lassen Sie die beiden in Ruhe. Sie sind nach wie vor miteinander verheiratet. Begreifen Sie das endlich. Und wenn Sie sich einmischen und dadurch Ihre Ehe zerstören, würde sie Ihnen das nie verzeihen können. Na schön. Nicht so. No, pardonnez-moi, Fifi, mach dich. Also erstmal muss ich rauskriegen, welcher Schlüssel hier passt. Was tust du denn da? Ich will dir nichts an, mach auf. Ich versuch's ja. Dunnerlittchen. Nun sieh dir das mal an. Diesen Tapeten brennen einem ja die Augen, fürchterlich. Das kann nur die Präsidentensuite sein. Wer ist der Kerl auf dem Bild? Das ist Warren G. Harding, mein zweitliebster Präsident. Siehst du? Hier steht's. Oh. Willkommen in der Warren Harding Präsidenten-Suite. Mr. Harding war der erste Präsident, der auch von der Mehrheit der Frauen gewählt wurde. Während seiner kurzen Amtszeit kam es zu einem der größten Korruptionsskandale in der Geschichte. Wer ist dein Lieblingspräsident? Nixon. Zimmerservice. Guten Tag, hier ist Mr. Carraway. Ich wohne in der Warren Harding Suite. Würden Sie mir jetzt bitte freundlicherweise mein Frühstück bringen? Bist du verrückt? Ich hätte gerne, warten Sie, zweimal Rührei, russischen Kaviar und so weiter und außerdem eine Flasche Dom Perignon. Und sagen Sie dem Kellner, er soll es vor der Tür abstellen. Meine Frau möchte nicht gestört werden. In Ordnung, vielen Dank. Wiederhören. Hast du den Verstand verloren? Du bist wohl vollkommen übergeschnappt. Wenn ich jetzt eine lateinische Schweinerei wüsste, würde ich darauf antworten. So kann ich nur eins sagen. Vor dem Frühstück. Versteck dich. Ja. Wer sind Sie denn? Ich bin mein Page, schon allein wegen der Uniform. Ich habe keinen Hotelpagen bestellt. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Hier muss eine Verwechslung vorliegen. Man hat mir gesagt, ich solle Ihre Koffer holen, weil Sie abreisen wollen. Wären Sie so freundlich und kämen mit mir runter, um diesen Rücken aufzuklären. Sie würden mir aber sehr helfen, Sir. Wie soll ich das Ganze meinem Wenn Chef erläutern? Wenn Sie nicht in 5 Sekunden verschwunden sind, hole ich den Hotelmanager. Das wird nicht nötig sein. Also, was hast du so Wichtiges? Lydia hat eben vorbeigeschaut. Und warum sollte mich das interessieren? Wenn du hörst, was sie getan hat, denke ich schon. Sie zeigte mir ihre geänderte Reportage. Und genau die wird gesendet. Sie hat alles weggelassen, was unsere Familie betrifft. Auch deine Affäre mit TJ, es geht nur noch um mich und wie ich das Unternehmen leite. Ich habe mir gedacht, das würde dich interessieren. Ach du meine Güte, ich wage kaum, mir vorzustellen, was es dich gekostet hat, sie davon zu überzeugen. Das war ganz allein Ihre Idee. Das soll ich dir abnehmen? Ist das dein Ernst? Es ist die Wahrheit. Ich habe keinen Einfluss auf diese Frau. Ich bitte dich. Denkst du, mir ist entgangen, wie sie dich angesehen hat? Sie hat dich doch um den kleinen Finger gewickelt. Zuerst hat sie deine enorme Eitelkeit erkannt. Und von da an wusste sie genau, wie weit sie bei dir gehen konnte, um dich dahin zu bringen, wo sie dich haben wollte. Und schon bist du voller Dankbarkeit und Bewunderung.
So hat sich das Ganze nicht abgespielt. Das sagst du doch nur, weil du es nicht wahrhaben willst. Du redest dir viel lieber ein, sie hätte sich nur eines Besseren besonnen, weil sie so schrecklich verknallt in dich ist. Ich nehme mal an, das ist vermutlich der einzige Grund, weshalb du mich überhaupt hergebeten hast, nämlich um mir das auf die Nase zu binden. Das ist doch völliger Unsinn. Ich bitte dich, das ist nicht wahr. Ich verstehe dich wirklich nicht. Ich weiß, das hast du noch nie. Wo warst du denn? Ich hab dich schon überall gesucht. Warum hast du nichts unternommen, um mich da rauszuholen? Wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätte ich den Feueralarm ausgelöst. Das ist ja wirklich eine großartige Idee. Und in der Zwischenzeit wolltest du mich wohl schmoren lassen. Du bist der rücksichtsloseste, mieseste und egoistischste Typ, der mir je begegnet ist. Na komm schon, wir müssen Mason suchen. Ja, wir werden Mason suchen, wir werden ihn suchen, aber zuerst... Herzlichen Glückwunsch, Mrs. Timmons. Wir zwei sind heute, fast auf den Tag genau, 3 Wochen verheiratet. Okay, das ist so süß. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Komm schon, bitte füttere mich. Los, tu mir den Gefallen. Am liebsten würde ich mich reinlegen. Dann mach's doch einfach. Wenn du dich dazu legst. Hatten Sie Erfolg? Nein, die Leute hier sehen einen nicht mal an, wenn man mit ihnen spricht. Und wie war's bei Ihnen? Also ein paar scheinen ihn erkannt zu haben, aber sie sind sich nicht hundertprozentig sicher. Wenigstens etwas. Der Fotograf, der das Bild gemacht hat, soll erst morgen wieder in der Stadt sein. Oh, das passt ja wunderbar. Und was werden wir so lange tun? Wir werden weitersuchen. Was bleibt uns schon anderes übrig? Sie haben recht. Ich wollte Ihnen noch danken für alles, was Sie bisher für mich getan haben. Noch habe ich gar nichts getan. Von wegen. Sie haben ja all Ihre Zeit geopfert, um mir zu helfen, Mason zu finden, obwohl Sie ihn kaum kennen. Ich tat es, weil ich weiß, wie sehr er Ihnen am Herzen liegt. Ich will, dass Sie wieder glücklich mit ihm werden. Ich werde jetzt mal die Hoteldiener befragen. In Ordnung. Und ich frage die Zimmermädchen. Gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns in einer Stunde wieder. Ja, ich werde da sein. Ist alles in Ordnung, Miss? Elvis, ich dachte, Sie wären tot. Ich hoffe, Sie kommen zu meiner Show. Sie kriegen auch einen Platz in der ersten Reihe. Danke. Keine Ursache, Kleines. Mason? Er lebt noch? Wir sind nicht absolut sicher. Wir wissen bisher nur, dass es nicht Masons Leiche war, die in der Kirche gefunden wurde. Seit wann wisst ihr das? Wann habt ihr das herausgefunden? Vor ungefähr einer Woche. Was? Ihr wisst es seit einer Woche und Dad, wir wollten nur, dass ihr dir keine falschen Hoffnungen machst, solange wir selber nicht sicher sind. Mein Sohn lebt noch und ihr habt es mir einfach verschwiegen? Ich rufe meine Sicherheitsdienst, die werden die Sache in die Hand nehmen. Bruce verfolgt bereits eine heiße Spur und Julia überprüft einen anderen Hinweis. Wir versuchen gerade herauszufinden, warum Mason sich nie bei Julia oder einem von uns gemeldet hat. Soll ich etwa hier rumsitzen und nichts tun? Ich möchte, dass mein Sohn nach Hause kommt. Das wollen wir doch alle. Na schön. Ich weiß schon, wie ich ihn wieder zurückbekommen kann. Und wie? Durch eine Belohnung. $1 Million, demjenigen, der mir sagt, wo er sich aufhält. Und wie soll das funktionieren? Ich meine, willst du ihn etwa steckbrieflich suchen lassen? Ich denke, ich weiß, wie wir diese Nachricht verbreiten können. Warte mal eine Sekunde. Wieso? Weil dir noch das halbe Frühstück im Gesicht klebt. Übrigens war dieses kleine französische Frühstück so wundervoll, dass ich es auf der Stelle wiederholen könnte. Auch wenn man das eine zu denken. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie diesen Mann hier schon mal gesehen? Nein. Warten Sie mal, sehen Sie genau hin. Sind Sie so laut? Und jetzt verschwinden Sie wieder. Sie bringen mir nämlich kein Glück. So, jetzt bin ich dran und ich werde wohl mit dieser Dame anfangen, wenn du bestattest. Warte mal, nein. Ich werde die da fragen und du fragst die Leute da drüben und vergiss bitte nicht, warum wir hier sind. Keine Sorge, ich bin dein Mann und werde allen Versuchungen widerstehen.
Es ist Ihnen nicht gestattet, in Dienstkleidung das Casino zu betreten. Ui, Monsieur, es tut mir schrecklich leid. Blackjack! Ja! Oh, ich liebe es einfach, dieses Blackjack. Das ist ein warmes Gefühl. Warum? Ja, genau, das ist es. Oh, und wie es mir dabei warm wird. Es ist so eine Art religiöse Erfahrung, müssen Sie wissen. So habe ich das noch nie gesehen, aber irgendwie haben Sie recht. Ganz besonders, wenn es immer um 50 Dollar geht, hm? Hey, wieso spielen Sie denn nicht selber? Wissen Sie, ich darf hier nicht spielen. Wieso nicht? Ich bin ein Profi und das wissen die. Oh, Sie sind ein professioneller Blackjack-Spieler. Sagen Sie, könnten Sie mir nicht ein paar kleine Chips geben? Ich nehme noch eine. Ah, na, sehen Sie, man muss nur wissen, welche Karte als nächstes dran ist, dann gewinnt man auch. So, und jetzt spielen wir mal um eine richtige Summe, sonst lohnt sich das nicht. Wissen Sie auch, was aber ich tue? Aber sicher, nur Mut. Ich sage Ihnen, Sie können gar nicht verlieren. Also schön. Ich bin bei Ihnen, es kann nicht schief. Ich bin schon so nervös. Geben Sie mir noch eine. Tja, ich werde Ihnen sagen, woran das gelegen hat. Ich glaube, die spielen hier mit gezinkten Karten. Naja, das ist keine Katastrophe. Nehmen Sie sofort Ihre Finger von meinem Geld, verschwinden Sie, hauen Sie ab! Na gut, wenn Sie nicht gewinnen wollen, dann gehe ich eben wieder. 500 Dollar verspielt. Sony wird mir den Hals umdrehen. Ich habe Neuigkeiten. Einer der Hoteldiener glaubt, Mason in einem Wagen gesehen zu haben. In was für einem Wagen? Er sagte, er fuhr ein pinkfarbenes Cadillac Cabriolet. Das war nicht Masons Wagen. Er mochte noch nie... Ich habe es auch nicht glauben wollen, aber der Junge ist ganz sicher. Sehen wir in der Garage gut nach. Wir dürfen ihn nicht vor uns finden. Jeffrey sagte mir gestern, dass es ihm schon wieder besser geht. Und wie geht es Kelly? Geh doch einfach vorbei und frag sie selbst. Wir verstehen uns im Moment nicht. Ich weiß, aber ich habe nicht vor, mich da einzumischen. Das habe ich auch gar nicht von dir erwartet. Ich wollte lediglich wissen, ob es hier... Ja, ist das nicht klar? Ich gehe jetzt, lieber. Ja. Sie hat dich wieder weggeschickt, oder? Lass mich bitte in Ruhe. In Ordnung? Du machst mich krank. Deine ganze Familie macht mich krank. Also lass mich zufrieden. Du bereit bist, mit mir zu reden. Aber wir haben doch schon den ganzen Tag miteinander geredet. Wirst du denn gar nicht müde? Weißt du, du versorgst mich wirklich rührend. Doch ich frage mich ständig, was du überhaupt noch für mich empfindest. Ich weiß nicht genau. Ist denn gar nichts an Gefühlen übrig? Manchmal schon. Aber Jeffrey, du musst mir einfach Zeit lassen. Wie auch immer ich mich entscheiden werde, ich muss einfach das Gefühl haben, dass ich das Richtige tue. Also hast du noch keine Entscheidung getroffen, richtig? Nein, keineswegs. Das wollte ich nur wissen. Also gut. Noch kann es uns gelingen, wieder zueinander zu finden. Ich kann ja sehr gut verstehen, dass Sie darauf brennen, Ihren Bruder wiederzufinden. Aber das rechtfertigt noch lange keinen Bericht in einer Nachrichtensendung. Die Belohnung, die mein Vater ausgesetzt hat, beträgt 1 Million Dollar. 1 Million Dollar? Sie bekommen von uns die Exklusivrechte, wenn Ihr Sender es in den Nachrichten bringt. Nur ich kriege Interviews? Ja, so ist es. Wissen Sie, ich war doch einigermaßen überrascht, als Sie bei mir anriefen nach allem, was zwischen uns vorgefallen ist. Außerdem hörte ich, dass Sie jetzt Ihre eigenen Reportagen machen. Ist das wahr? Oh, dann hörten Sie sicherlich auch, dass ich mich nur auf lokale Themen beschränke. Und ich denke, mein Bruder ist überregional interessant. Also, was ist? Wollen Sie die Story oder nicht? Entscheiden Sie sich.
Ich rufe meinen Produzenten an. Schon wieder. Was suchen die denn hier? Denkst du, die sind hier in den Flitterwochen? Die suchen natürlich auch nach Mason. Die müssen sein Bild in der Zeitung bemerkt haben. Michael trägt nicht mal seinen Kragen. Sicher fühlt er sich ganz nackt in dieser sündigen Umgebung. Wieso soll ein Priester nicht im Spielcasino spielen? Würde man ihn im Puff treffen, wäre es was anderes. Davon abgesehen müssen wir sie irgendwie aufhalten. Ruf doch die Polizei und lass sie verhaften. Ach, Hase, wie stellst du dir das wieder vor? Hier bin ich ein ganz normaler Bürger und kein Staatsanwalt. Dann lass dir was einfallen, was wir ihnen anhängen können. Quatsch, Julia ist Anwältin und lässt sich nicht reinlegen. Dann müssen wir eben vorsichtig sein. Los, wir fragen jetzt mal im Restaurant. Vorsichtig sein. Sobald Julia mich gesehen hat, bin ich erledigt. Hier steckst du also. Und ich habe dich schon die ganze Zeit gesucht. Komm, gehen wir nach oben, Liebling. Oh, hallo. Hallo. Wie geht's? Danke, gut. Ich wollte eigentlich nur mal nach Jeffrey sehen. Es geht ihm schon viel besser. Er ist oben und schläft. Dann sollte ich besser ein andermal kommen. Lauf doch nicht gleich wieder weg. Um ehrlich zu sein, Jeffrey und ich haben uns gewundert, warum du nicht schon eher vorbeigekommen bist. Tatsächlich. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Warst du die ganze Zeit hier mit ihm zusammen? Ja. Wie schön. Also, wenn du irgendetwas loswerden möchtest, dann sag es mir doch einfach. Nein, gut, du hast recht, ich muss etwas loswerden. Als Jeffrey mit dieser Schusswunde im Krankenhaus lag, habe ich immerzu versucht, dich anzurufen. Schließlich ging einer ran. TJ war am Telefon. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich schäme mich für dich. Ich verzichte sehr gern auf deinen moralischen Beistand. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich bin eine erwachsene Frau. Eine erwachsene Frau, sagst du? Ja, das dachte ich auch. Und meine Tochter. Doch dann hättest du niemals in jener Nacht mit TJ geschlafen. Das hast du doch, oder? Du hast mit ihm geschlafen. Gib es zu. Haben Sie diesen Mann wirklich noch nie hier gesehen? Ich habe doch vorhin bereits dieser anderen Frau gesagt, dass ich diesen Mann nicht kenne. Was für eine andere Frau? Irgend so einem dusseligen, blonden Hausmädchen. Hausmädchen? Nun gehen Sie endlich. Sie bringen mir nämlich kein Glück. Entschuldigung. Ich habe gerade mit einer Kellnerin gesprochen. Sie sagte, ein Hotelpage hätte sie nach Mason gefragt. Und sie sagte, dass ein Hausmädchen... Was sind Keith und Gina? Der Hotelpage und das Hausmädchen? Überrascht Sie das etwa? Sie müssen auch das Foto gesehen haben. Die mache ich fertig. Sie können ja richtig gemein werden, wusste ich noch gar nicht. Und wie? Stellen Sie das bitte lauter. Das war sicher sehr schwer für Sie, Mr. Kim. Nicht nur für mich, für die ganze Familie. Sagen Sie unseren Zuschauern doch bitte jetzt, wie hoch die Belohnung ist, die Sie ausgesetzt haben. Demjenigen, der mir Hinweise geben kann, die Zurückkehr meines Sohnes Mason Kemper führen, bezahle ich $1,000,000. $1,000,000, die haben wir schon so gut wie in der Tasche. Sie? 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 Sie. Ich wiederhole, C.C. Capwell ist bereit, $1,000,000 zu bezahlen für Hinweise, die zur Rückkehr seines Sohnes Mason Capwell führen. Was tust du da, Liebling? Hast du dir schon wieder diese Seifenopern angesehen? Nein, ich habe mich nur so schrecklich gelangweilt ohne dich, Sunny. Jetzt bin ich ja wieder bei dir. Komm zu mir.